Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Gnade. Und zwar ist Gnade der nächste Teil in dem Meister-Meditationszyklus, der ja letzte Woche begonnen hat mit der Lady Portia. Und heute geht es weiter mit der Lady Grace. Lady Grace, also Grace, du kennst es ja aus dem Englischen, ist ja eigentlich übersetzt Gnade. Und Gnade ist so ein Begriff oder so eine Frequenz, die ich sehr häufig verwende bei Sitzungen. Das ist etwas, das aufmacht. Erstens einmal löst es so ein bisschen gespeicherte Konzepte, löst ein bisschen so die eigenen Vorstellungen und man kommt in eine höhere Schwingung. Und auf der anderen Seite lernt man dann auch anderen gegenüber gnädig zu sein. Das heißt, löst Urteile, löst Vorurteile. Und man kommt leichter in eine Begegnung rein und kann sich vielleicht auch besser auf die positiven Seiten eines Menschen einlassen. Und deshalb ist eben Gnade so ganz besonders wichtig. Und gerade in einer Zeit, wo ja sehr stark polarisiert wird, das heißt, wo von den Medien her immer nur die Antworten vorgekaut werden, wo immer nur gesagt wird, das ist gut, das ist böse, so hast du zu denken, ist eigentlich Gnade ein ganz guter Begriff und eine gute Meisterfrequenz, um sich einmal damit auseinanderzusetzen. Und zuallererst beginnt mal so diese Lady Grace, man kann sich in rosa oder orange vorstellen, so ein bisschen Aprikot als Mischung auch, sehr helles Orange. Und wir werden jetzt einfach mal so den Kanal zu dieser Lady Grace öffnen und quasi diese Einweihung jetzt gemeinsam machen, dass du dann auch weiterhin mit dieser Frequenz arbeiten kannst. Und zu dieser Einweihung schließt jetzt einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und bevor wir jetzt den Kanal zu Lady Grace öffnen, ist es mal wichtig, inneren Frieden zu finden, innere Zufriedenheit zu finden. Und deshalb erlaube dir mal, in deinen Frieden, in deine Zufriedenheit zu sinken und allen Ballast, alle Schwere des Alltags hinter dir zu lassen. Alles, was mich belastet, alles, was mich aus meiner Mitte bringt, darf jetzt mein Energiefeld verlassen. Vor allem gespeicherte Anstrengungen, Belastungen, alles, was mich nicht frei sein lässt, alles, was mein Energiefeld bindet und wo Schwere reinkommt, das darf jetzt aus meinem Feld abfließen, sodass ich immer mehr und weiter in eine innere Zufriedenheit, in einen inneren Frieden sinke. Bei diesem Friedenspunkt kann ich mich erholen, kann meine leeren Batterien aufladen. Und es ist mir möglich, immer weicher, offener und freier zu werden.
Ich erlaube mir, Anspannungen loszulassen und mich immer weiter in diesen Friedenspunkt zu begeben. Und ich kann den auch visualisieren, dass einfach so grünes Licht durch mich hindurchfließt. Wie das frische Grün, das ich an einem Frühlingstag wahrnehmen kann. Und in dieser Frequenz öffnet sich nun mein Energiefeld und vor allem gespeicherte Stressmuster verlassen jetzt mein Nervensystem. Alles, was mich belastet, verlässt jetzt mein System. Und ich spüre, dass ich weiter werde, freier werde und so ganz klar immer tiefer in die Zufriedenheit, in meinen Frieden sinken kann. Spüre, wie du freier wirst, wie sich dein Feld öffnet, wie sämtliche gespeicherten Anstrengungen aus deinem Feld entfernt werden. Und wie du voller Zufriedenheit, voller Dankbarkeit zur Ruhe kommst. Anspannung aus deinen Organen löst sich ebenfalls. Unverdaute Emotionen lösen sich aus deinem Feld. Und du spürst, dass du bereit bist, dich auf eine neue, höhere Frequenz einzuschwingen. Ich bin nun bereit, mich auf eine höhere Frequenz einzuschwingen. Und diese Frequenz ist das Licht von Lady Grace, der Meisterin der Gnade. Ich bitte nun darum, das Licht von Lady Grace, das Licht der Gnade in meinem Leben zu empfangen und diese Gnade aufzunehmen, umzusetzen, zu erkennen und letzten Endes auch weitergeben zu können. Lady Grace tritt hinter dich in einem hellorangen, aprikotfarbenen Licht und sie berührt dich am Herzen und du erlaubst jetzt, dass das Licht der Gnade durch dein System fließt. Alle Ebenen, wo du vielleicht zu streng mit dir bist oder mit anderen bist, wo du dich oder andere zu sehr unter Druck setzt, werden nun von der Qualität, von der Energie von Lady Grace berührt.
und du spürst eine tiefe Gnade und Dankbarkeit. Erlaube dir jetzt, diese Gnade zu 100% zu empfangen und in deinem Leben umzusetzen. Es gibt die Gnade deiner Lebenskraft, die Gnade der Heilung, die Gnade der Leichtigkeit, die Gnade deiner Freiheit, die Gnade deiner Liebe, die Gnade deiner Kommunikation, die Gnade deiner Intuition. All diese Aspekte werden jetzt vom Licht von Lady Grace berührt. Und es ist vor allem auch die Gnade des Loslassens der Vergangenheit, die Gnade der Flexibilität und die Gnade der Zufriedenheit. Körperliche Muster können sich in diesem Licht lösen. Psychische Muster können sich in diesem Licht lösen. Und auch zwischenmenschliche Muster können sich im Licht der Gnade lösen. Jede ungnädige Beziehung, alles, was feststeckt, darf sich jetzt lösen. Um dich herum in deinem Energiefeld beginnt jetzt diese Energie von Lady Grace, der Gnade, zu wirken. Und so werden eben alte Verbindungen, die du nicht mehr benötigst oder die dem Licht der Gnade widersprechen, gelöst und fallen von dir ab. Du erlaubst dir jetzt selbst, Dienerin oder Diener dieser Gnade zu werden, dieses Lichts zu werden, so dass sämtliche Anstrengungen von dir abfallen und du ganz im Vertrauen deinen Weg gehen kannst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass es dir an irgendetwas mangelt. Denn du spürst das Licht von Lady Grace, das Licht der göttlichen Gnade in deinem Leben, in deinem Energiefeld wirken. Atme tief ein und wieder aus und lass nun dieses Licht der Gnade ganz bewusst von deinem Scheitel durch deinen Körper in deine Hüften, die Oberschenkel, die Knie, die Waden bis zu deinen Füßen fließen und durch deine Füße fließt jetzt dieses Licht der Gnade auch in die Erde weiter. Und löst so angestrengte Beziehungen, wo die Gnade gefehlt hat, vielleicht ein bisschen die Großzügigkeit gefehlt hat.
Und du kommst nun immer mehr und mehr in einen vertrauten Kontakt mit Lady Grace. Und du spürst vor allem nochmal auf der Höhe deines Magens, auf der Höhe deines Solarplexus, nochmal so die reinigende Kraft der Gnade. Denn diese Gnade bringt letzten Endes alles in die höchstmögliche Schwingung. Atme nun tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, das Licht der Gnade, das Licht von Lady Grace, immer weiter in deinem Leben zu manifestieren. Ich werde bei dir sein, wenn du mich rufst und wenn du mich benötigst. Bitte um die Gnade der Heilung, um die Gnade der Liebe. Egal, was du in dein Leben ziehen möchtest, bitte mich darum. Und ich werde dich dabei unterstützen, spricht Lady Grace zu dir. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt nochmal die Energie von Lady Grace. Spür das Licht von Lady Grace. Und mach dir bewusst, dass du gerade einen Kanal zu Lady Grace geöffnet hast und wann immer du ihr Licht in deinem Leben spüren möchtest, kannst du sie einladen und anrufen, bei dir zu wirken. Bedanke dich jetzt bei der Gnade, bei Lady Grace. Verabschiede dich und du spürst, wie die Energie sich etwas zurückzieht, das Bild von Lady Grace, aber wie ihre Energie noch weiter in deinem Feld wirkt. Und wann immer du Lady Grace um Hilfe bitten möchtest oder dich mit ihr in Kontakt setzen willst, sie um Rat fragen willst, ist sie für dich da. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bewege deinen Körper, streck dich durch, bewege deine Arme und Beine und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen und du kannst dich an alles erinnern, was während dieser Meditation geschehen ist. Das war also die Einweihung zu Lady Grace. Wie ist es dir damit gegangen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst und schau einfach mal, wie sich das so anfühlt, in dieser Gnade zu sein, ein bisschen aus den eigenen Urteilen rauszukommen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit einer weiteren Meisterenergie, einer weiteren Meistereinweihung. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Liebe Grüße aus dem schönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss.